Vielerorts arbeiten seit Jahren Friedensinitiative, Netzwerke und Bündnisse der Zivilgesellschaft an der Durchsetzung einer globalen Entspannungspolitik. Europäische Städte beschreiten kommunalpolitisch Wege, um die Bezeichnung Städte des Friedens zu erlangen. Diese Kommunen fördern Maßnahmen auf kulturpolitischem Gebiet in Form vertiefter Verarbeitung der eigenen Geschichte. Unsere Stadt, die in beide Weltkriege verstrickt war, tut sich etwas schwer mit der Hinterlassenschaft der militärischen Traditionen. Das zeigte ja die Diskussion um die Straßennamen. Doch ich denke, wir sind in Fürstenfeldbruck auf dem Wege, auf gutem Wege. Wir reden, darüber werden wir noch später reden. Sonst könnte ich schon so viele gute Beispiele nennen. Habe ich mich schon während des Studiums mit dem Thema Kalter Krieg im weitesten Sinne und atomares Wettrüsten auseinandergesetzt. Das ist natürlich ein integraler Bestandteil des Themas. Und da ja auch eben dieses Thema für Fürstenfeldbruck durchaus relevant ist, durch die Gedenkveranstaltungen anlässlich der Atombombenabwürfe, aber eben auch durch die Mayors for Peace-Initiative und den Flaggentag habe ich dieses Thema auf die Agenda gesetzt und habe eben auch gesagt, das wäre durchaus etwas, womit man sich dann auch in Fürstenfeldbruck näher auseinandersetzen kann, in Form eines Vortragabends mit Diskussion. Und der wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch am 8. Juli 2020 stattfinden. Also eben auch am Mayors for Peace Flaggentag, um eben auch dieses Thema dann in Fürstenfeldbruck durchaus prominent zu besetzen. Ja, bei der Gelegenheit, um nochmal das aufzugreifen, was bei der letzten Veranstaltung gesprochen wurde, da möchte ich zunächst mal daran erinnern, dass wir leider Gottes jemanden von der letzten Runde hier nicht begrüßen können, nämlich Helmut Zierer, der leider vor wenigen Tagen verstorben ist, der sich eben auch intensiv mit der Rolle Fürstenfeldbruck während des Ersten Weltkriegs auseinandergesetzt hat. Und dass ich eben mit meiner Studie zur Polizeischule Fürstenfeldbruck und zur Offiziersausbildung der Ordnungspolizei im Nationalsozialismus hier ein so ja, prominent besetztes Thema aufgreifen konnte, das hatte ich mir bei Beginn meiner Studien auch nicht träumen lassen. Aber letzten Endes war, das muss man sich ja eben vor Augen führen, die Polizeischule Fürstenfeldbruck, die heutige Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern, Fachbereich Polizei, während der NS-Zeit eine von nur zwei Offiziersschulen der nationalsozialistischen Ordnungspolizei, also man kann sagen, eben, hauptsächlich bestand die aus der Schutzpolizei und der Gendarmerie. Und hier vor Ort wurden die Offiziere, heute muss man sagen, die Kommissare der uniformierten Polizei ausgebildet. Und während des Zweiten Weltkriegs wurde diese Schule tatsächlich dann auch zur wichtigsten Polizeischule in ganz Deutschland. Und was das Thema so besonders macht und was ich so eben auch nicht erwartet habe, ist, dass der Anteil der Männer, die hier ausgebildet wurden und die dann später in den besetzten Gebieten zum Einsatz kamen, wirklich enorm groß war, sodass mich an dem Thema selbst sehr überrascht hat, wie viele zum Teil auch wirklich hochkarätige Täter aus der Polizei hier in Fürstenfeldbruck ausgebildet wurden. Und gerade auch das Spektrum der Beteiligung an NS-Verbrechen und insbesondere am Holocaust hat mich sehr erstaunt, um nicht zu sagen erschüttert. Insofern ist es verständlich und auch erklärlich, dass sich Fürstenfeldbruck mit diesem Thema auch so intensiv auseinandersetzt. Aber gerade das ist auch das Erfreuliche bei der ganzen Geschichte. Denn bei
meinen Vortragsveranstaltungen, da habe ich es insbesondere gemerkt, dass ich da sehr leicht auch mit den Menschen ins Gespräch komme und bis auf ganz wenige negative Reaktionen war die Resonanz durchaus sehr, sehr positiv und ich habe da auch eine große Dankbarkeit im Publikum gemerkt, dass halt auch wirklich viele Leute sagen, endlich beschäftigt sich mal jemand mit dem Thema, mit unserer Polizeischule und das war eben in Fürstenfeldbruck so nicht bewusst und insofern ist, ja, kann ich das Angenehme sozusagen mit dem Nützlichen verbinden, das heißt meine Qualifikationsarbeit für mein Doktorat hat eben hier den Weg in die Erinnerungskultur, in die Öffentlichkeit gefunden. Genau. Da war ich sehr daran interessiert und das ist auch sehr dankbar angenommen worden und ich finde es wirklich bis auf ganz wenige Erscheinungen vorbildlich, wie toll sich Fürstenfeldbruck mit diesem Thema auseinandersetzt und es wird die Zeit zeigen, wie das in Fürstenfeldbruck und auch in der Polizei weiterhin rezipiert wird und wie das auch ein Bestandteil der Erinnerungskultur hier in Fürstenfeldbruck sein kann. Was diese Organisation jetzt konkret betrifft, es ist ja eine internationale ärztliche Friedensorganisation, die nach wie vor in 120 Ländern der Erde vertreten ist und nach wie vor noch knapp 100.000 Mitglieder hat. Das Entscheidende aber für die deutsche Sektion der IPPNW ist, dass wir sehr basisdemokratisch organisiert sind und in Deutschland 80 Regionalgruppen haben und 35 studentische Gruppen. Und es wird in jeder größeren Stadt, auch in kleineren Städten wie in Landsberg, konkret friedensorientiert gearbeitet. Ich kann das jetzt herunterbrechen auf die Stadt Landsberg. Wir haben jetzt das zweite Mal große Veranstaltungen organisiert. Eine jetzige Veranstaltung widmet sich dem Thema Klima- und Friedenspolitik. Und das ganz stark unter Einbindung der Initiative Fridays for Future. Seit einem halben Jahr sind wir beschäftigt mit dieser Organisation und mit den jungen Leuten vor Ort. Das heißt also, wir sind insgesamt eine Gruppe von 15 jungen Menschen und natürlich auch älteren Menschen, die an diesem Projekt unserer Tagung Europa Quo Vadis ganz konkret arbeiten und dabei das inhaltliche, wissenschaftliche konkret verbinden mit Aktionsformen. Wir werden nämlich auch im Rahmen dieser Veranstaltung in Landsberg demonstrieren und ich hoffe, dass sich sehr viele Ärzte im weißen Kittel anschließen werden. Das Thema ist natürlich ganz primär ausgerichtet auf das Ziel, Atomwaffen zu verbieten und eine Ächtung von Atomwaffen zu erreichen, aber mit Fridays for Future auch ganz konkret dem Oberhaupt, dem gewählten Oberbürgermeister der Stadt Landsberg und dem Landrat Vorschläge zu unterbreiten, wie effektiv Klimapolitik in einer Kreisstadt umgesetzt werden kann. Das wird miteinander verknüpft und abschließen soll es damit, dass wir dem anwesenden Oberbürgermeister der Stadt vorschlagen, in einem Appell Mitglied bei den Bürgermeistern für den Frieden zu werden. Ich hoffe, dass das gelingen wird. Soweit. Also weltweit gibt es über 7.700 Städte, die diesem Bündnis Mayors for Peace angeschlossen sind. Und in Deutschland sind es derzeit knapp 660 Städte, große Städte, kleinere Städte, davon 11 Landeshauptstädte und ich habe heute noch mal kurz mit dem Sekretariat in Hannover telefoniert, die gesagt haben, es ist ihnen ganz wichtig, dass auch Kreisstädte und kleinere Städte diesem Bündnis beitreten, weil nur so breit und entsprechend wirksam
der Appell für eine Ächtung von Atomwaffen erreicht werden kann und vor allen Dingen die Städte den Weg bahnen können, dass auch die Bundesregierung und die Bundesrepublik Deutschland sich einem Verbot von Atomwaffen anschließt. ICAN, diese große, die den Friedensnobelpreis bekommen hat 2017, diese große Organisation, die das ja geschafft hat in der UN, dieses durchzusetzen, diesen Atomverbotsantrag. Und dieses weiter, ICAN merkt, die Zeit geht davon, es wird weitergerüstet. Und deswegen haben sie nur im Frühjahr dieses Jahres, 2018, den ICAN Städteappell losgetreten, kann man sagen, losgelassen. Und da, den haben wir aufgenommen beim Hiroshima-Tag und haben da auch anlässlich des 80. Jahrestages des Kriegsbeginns unseres Weltkrieges, des Zweiten Weltkrieges, diesen Anlass genommen, im Vorfeld eben auch diesen an unsere Stadt, durch diese Kriegsbedrohung, dass unsere Stadt sich auch mit diesen Städteappell unterstützt. Ich habe den ja geschrieben, diesen Antrag, und wie der Herr Bader sagt, es gibt ja weltweit viele Aktionen damit dazu. Wir sind beim Konvent der Bürgermeister, wir sind beim Bürger, bei diesem Bündnis Mayor for Peace mit dabei. Jetzt kommt die dritte Organisation, die wieder nicht in Abrede stellen, die wieder auch für dasselbe Ziel, aber mit anderen Personen kämpft. Und da habe ich Ihnen geschrieben, da bin ich momentan zurückhaltend zu sagen, wir sind dann bei der dritten Organisation mit dabei. Letztlich unterschreibe ich immer dasselbe oder bin immer mit dasselbe mit dabei. Ob man nicht irgendwo sagen, die zwei, wo wir eh schon sind und schon seit Jahren viel dafür machen, ob das nicht reicht. Aber wenn, wie gesagt, wenn Sie sagen, es wäre für die Stadt nicht schlecht, dann als Bürger, also als Privatperson geht nicht, dann müsstet ihr über den Stadtrat jemanden halt finden, der sagt, ich bringe den Antrag da mit rein, die Stadt soll sich hiermit anschließen, dann kommt es in das Gremium. Und dann werden wir hier drüber diskutieren und darüber abstimmen. Und wie gesagt, ich verschließe mich nicht, bloß ich muss ja dann, oder ich persönlich hinterfrage dann, was kommt dann als nächstes, wie gesagt, weltweit. Und ich unterstütze diese Aktion auch, dass mit diesen Atomwaffenfrei das insgesamt ist. Wie gesagt, wir haben die anderen zwei auch schon unterschrieben. Und darum denke ich mir, naja, zwei reichen, eigentlich müssen wir unbedingt noch ein drittes dazu haben. Nur, darf ich dazu was sagen? Sie müssen immer fokussieren, dass es gibt drei Arten von Massenvernichtungswaffen. Das sind die biologischen, die chemischen und die Atomwaffen. Und die Atomwaffen ist die einzige Waffenkategorie, die bisher völkerrechtlich nicht verboten und nicht geächtet ist. Und es hat bei chemischen Waffen und bei biologischen Waffen knapp 70 Jahre gedauert, bis dieser Status erreicht wurde. Mittlerweile sind wir so weit, dass überwiegend ein großer Bestandteil von chemischen Waffen vernichtet sind. Es gibt natürlich immer noch irgendwo Bestände, bei biologischen Waffen ist es genauso. Und wenn man diese Initiative ICAN betrachtet, die ja darauf ausgerichtet ist, dass Atomwaffen völkerrechtlich verboten werden, wenn das erreicht wird, und es wird sehr wahrscheinlich 2020 erreicht werden, dann gibt es einen großen Schub durch die Ächtung von Atomwaffen, dann wieder vielleicht durch Rüstungskontrollmaßnahmen, durch Verhandlungen auch im Bereich der Abrüstung von Atomwaffen wieder Fortschritte zu erzielen, die wir derzeit ja nicht haben. Gut, also wenn Sie sagen, 2020 wird es wahrscheinlich so sein, die Ächtung, bin ja voll mit dabei, und dass man dann auch sagt, aber das ist dann hier, wie gesagt, ich unterstütze das auch mit dazu, dann kommt aber der nächste Schritt, wie bringen wir mit dem ganzen NATO-Bündnis die Amerikaner dazu, ihre Atomwaffen, die jetzt glaube ich irgendwo in den Eifel noch da ist, das eine oder andere liegt, hier abzuziehen. Mit dem amerikanischen Präsidenten, ob der irgendwo sagt, na gut, liebe Stadt Fürstenberg, ganz schön, dass ihr dabei seid. Also ich will es nicht in Abrede stellen, bitte nicht hier falsch verstehen, also unterstütze es, aber... Also ich denke, die Geschichte Atomwaffen ist ja nach dem Auseinanderfallen der Konfrontation der zwei Blöcke etwas aus dem Blickfeld geraten.
Und wir haben gerade aktuell die Situation, dass Verträge aufgekündigt werden, dass man eigentlich, also man hat das Gefühl, es geht wieder ein Stück wieder von vorne los. Und auch waren nach 1990 die beiden großen, ich sag mal Sowjetunion und USA, hatte man das Gefühl, man geht aufeinander zu, versucht die Brücken, also Brücken zu bauen, die Gräben ein bisschen zuzuschütten und vielleicht in eine gemeinsame Zukunft zu gehen. Hat man jetzt, geht es eigentlich genau in eine andere Richtung. Man provoziert sich gegenseitig. Der eine sagt also, du erfüllst den Vertrag nicht, deswegen kündige ich ihn auf. Und man hat so das Gefühl, es geht in eine neue Spirale. Wir reden eben über nichts, nicht Abstraktes, sondern es ist einfach, solange diese Raketen da sind, ist das einfach eine reale Gefahr. Und dann, aus meiner Sicht, muss man da alles tun, dass wir da zu einer Einschränkung kommen, weil Massenvernichtungswaffen sind einfach Waffen gegen die Zivilbevölkerung. Die töten wahllos. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn man vernünftig im Stadtrat diskutiert, dass man vernünftige Gründe findet, warum man sagt, nein, wir sind eigentlich gegen so eine Initiative. Wenn es um Frieden, um Menschenrechte geht, kann man eigentlich nicht genug Initiativen unterschreiben und dazu beitragen. Dass sozusagen, dass es in die richtige Richtung geht, eben zum Abbau. Und ja, also aus meiner Sicht, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir eine große Mehrheit bekommen, dass wir es auch einstimmig beschließen. Solche Dinge, solche Initiativen, die musst du unterstützen, denn das ist ja der Weg zum Frieden. Also es ist nur nicht so einfach, die ganze Geschichte. Zustimmung ist eine Geschichte. Das ist eine Geschichte. Und die Realität, die Tiefe, wo kommt das alles her? Nehmen wir mal die Bergpredigt, die ja vom 5. Buch Mose eigentlich rausgenommen ist, dass man nicht mehr sagt Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern das Neue Testament sagt, nein, du musst ihm die rechte Wange noch hinhalten oder die linke, wenn er schlägt. Denn Gewalt erzeugt eigentlich immer nur wieder Gewalt. Und deshalb, das ist eigentlich diese große Geschichte. Aber warum funktioniert es nicht? Wie kann das sein? Also ausgerechnet die Kirche, ja, brauche ich euch nicht erzählen, wie oft die Kirche angetreten ist. In der neueren Zeit heißt es anders, aber als Katholiken oder sonst was wurden furchtbare Kriege gemacht, obwohl die Grundlage gesetzt wurde für das friedliche Zusammensein. Und gegen das Vergessen, der Schock des Zweiten Weltkriegs, das muss jedem eigentlich drin sein und der hat uns geholfen. Plötzlich den Nationalismus, diesen puren Nationalismus aufzugeben, erst EWG, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, dann Europäische Union, ja, und dass jetzt plötzlich ein Rückgriff kommt auf Nationalismus, das ist die Gefahr. America first, so ein Schmarrn, zusammen ist first. Nur so kann das gehen. Das ist das Entscheidende, dass wir uns ständig damit befassen, der jungen Generation das weitergeben, die ja nicht mehr so nah dran waren. Und das war ja war eindeutig für mich der Schock des Zweiten Weltkriegs. Das war der Auslöser, dass wir jetzt 75 Jahre Frieden haben. Wie kommen wir von der Gewalt, von dem Bösen, von der Gewalt weg zu einer anderen Art miteinander umzugehen? Ja, diese eine andere Pädagogik, Friedenspädagogik. Also Friedenspädagogik gibt es eigentlich schon ganz lange, schon wie ich in der Ausbildung war, war immer Friedenserziehung, war immer Thema, auch in meiner Ausbildung. Und ich finde es halt ganz wichtig, dass man sich einsetzt für eine gegenseitige Wertschätzung. Also man kann jetzt mit jungen Leuten auch über die Vergangenheit reden, aber wichtig ist, dass die ein Werkzeug an die Hand kriegen, damit sie die Zukunft gestalten können und dass die Kinder einfach auch lernen, wie kann ich miteinander kommunizieren, wie kann ich miteinander sprechen, wie kann ich den anderen wertschätzen und wie kann ich Konflikte so lösen, dass es nicht immer zu spät ist. Ja? Meistens ist es ja immer bei den Konflikten so, dass erst dann versucht wird, den zu lösen, wenn die schon ineinander verkeilt sind. Mhm, die brauchen einfach vorher auch Möglichkeiten, die müssen lernen, sich selber wieder wahrzunehmen. Also besonders jetzt im Ankerzentrum habe ich ja lauter verschiedene Kinder, die zum Teil die Sprache nicht können. Ich kann die Sprache auch nicht, gar nicht wichtig, dass man die Sprache kann. Wichtig ist, wie wertschätze ich die Menschen, wie gehe ich auf sie zu,
wertschätze ich auch ihre Kultur oder will ich ihnen nur was auferlegen, wo ich sage, das müsst ihr erfüllen, damit ihr dann integriert seid. Integration ist immer von zwei Seiten. Und da braucht es Begleitung und da braucht es Menschen, die einfach auch den Mut haben, sich, da gibt es keine schnellen Lösungen, da kann man nicht sagen, so, da habe ich jetzt das Patentrezept und das, wenn ich anwende, dann ist es nächste Woche anders, sondern das ist, da muss man einfach langfristig auch einen langen Atem haben und hinschauen und einfach auch die jungen Menschen die stärken in dem, was sie für Ideen haben. Die haben nämlich gute Ideen. Und Augsburg ist ja eine besondere Kleinstadt. Ja. Es läuft 14 Tage, es finden Vorträge statt, es finden auch ganz konkret Vorschläge für friedenspädagogisches Handeln. Ich habe da das Konzept faustlos kennengelernt, das in Schulen eingesetzt wird. Und bei der Schule meiner Frau ist das dann auch eingeführt worden, wie Kinder lernen, wenn sie zum Beispiel auf dem Schulhof mir mal Aggression zeigen, aufeinander losgehen, dass sie dann lernen, sich zurückzuziehen, den Konflikt auszuhandeln und dann gemeinsam zu zweit oder zu dritt eine Lösung zu finden. Wichtig ist, dass es jeder, der das weiß, macht und zwar nicht nur in irgendeiner Projektform, sondern tagtäglich. Das ist einfach das Allerwichtigste, dass man tagtäglich sich daran erinnert und tagtäglich das umsetzt. Und da kann man bei sich einfach anfangen und ein gutes Beispiel für die Kinder geben, für die Jugendlichen und da ja täglich arbeiten. Ich hatte ja in meiner Schulzeit auch sehr viele Projekte zu dem Thema, aber letztendlich waren es doch nur Projekte. Und man hat zwar schon mitgemacht, aber es ist dann nach ein paar Monaten doch wieder eher in Vergessenheit geraten und inzwischen denke ich da ein bisschen anders drüber als während der Schulzeit, aber man bekommt es ja selber untereinander in der Schule mit, dass dann man vielleicht mal nicht so viel Lust auf ein Projekt hat und ich glaube, dass man da wirklich aktiver die Projekte vielleicht gestalten sollte und vielleicht auch schon früher anfangen sollte bei Kindern. Ja, was ich einfach dazu sagen möchte, ist, die Herangehensweise an Erinnerungskultur im Schulunterricht finde ich falsch, weil es ist dieser Geschichte, man hat diesen Frontalunterricht und der Schüler hockt da und hört halt zu oder hört halt nicht zu. Und gerade dieses Thema des Nationalsozialismus und den Verbrechen, die da begangen worden sind, ich habe es selber erlebt, dass das wird intensiv durchgenommen, aber die Schüler haben einfach keine Lust auf das Thema, weil sie es die ganze Zeit hören. Und wenn man die Quantität beibehält im Unterricht, aber die Qualität erhöht und von diesem Frontalunterricht weggeht und halt nicht den Schüler berieselt und der wird der Test geschrieben, sondern wirklich über längere Zeiträume nicht wirklich aktiv was macht und das halt den Schüler auch in seinen Alltag integrieren lässt. Und dann kann auch in der Zukunft, in der fernen Zukunft, auch eine flächendeckende Erinnerungskultur weiter bestehen. Also ich kann das auch bestätigen von meinem eigenen Schulunterricht. Wenn ich den zum Maßstab hergenommen hätte für mein Studium, da hätte ich mich nicht für Geschichte entschieden. Sicherlich, man kann viele Konzepte durchdenken, wie man es besser machen kann. Es gibt da keinen Stein der Weisen, aber der reine Frontalunterricht, der halt wirklich nur Zahlen, Daten, Fakten vermittelt, der kann dieses Thema nicht so vermitteln. Sicherlich, man muss schauen, dass man die Leute dort abholt, wo sie sich befinden. Das heißt, man kann über verschiedene neue digitale Konzepte nachdenken. Man kann und muss, solange es noch geht, mit Zeitzeugen sprechen, die es aus erster Hand erzählen können. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, es ist vollkommen richtig, dass man den Weg geht und sagt, wir müssen versuchen, junge Menschen anzusprechen, junge Menschen zu erreichen und letztendlich auch die Bedeutung des Themas zu vermitteln, indem man
sich einfach ja, empathisch verhält und sagt, wie hätte ich mich verhalten in der damaligen Situation. Aber dafür muss ich ja auch eben verstehen, wie die damaligen Verhältnisse waren. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass man sich eben nicht nur aufruht und sagt, ja, die Jungen müssen sich damit auseinandersetzen. Letztendlich ist es altersunabhängig, dass man sich damit beschäftigt. Was kann man denn tun, außer dass man jetzt irgendwas einweiht oder was? Beispiele sind ja die Aktionen vom Arbeitskreis Mahnmal. Also der hier erinnert an diese Todesmärsche. Und ich war jetzt gerade drüben mit meiner Frau in Puchheim an der Realschule. Sind ja, ich glaube, 700 Kinder. Und der dortige Rektor, der will, dass solche Sachen eben durchgezogen werden, wie die Beteiligung der Kinder. Also die machen beispielsweise so Kurzeinlassungen am 28. Januar, also wenn das am Mahnmal gemacht wird, möglichst viele, aber mit kurzen Einlassungen zu entsprechenden Themen. Die können die sich selber raussuchen. Die machen auch jetzt Märsche mit den Kindern zu bestimmten Orten, wo das gewesen ist, damit diese, ich habe es ja vorhin schon gesagt, gegen das Vergessen, damit das wieder aufkommt. Wir haben die Idee gehabt, wie könnte man bei uns doch auch mal so einen Ginkgo-Baum pflanzen oder wie war es der Geschwister Scholl-Platz, Herr Raff? Der denke ich mir manchmal, der hat den berühmten Namen. So symbolisch schön und wichtig das auch ist, dass man in die Richtung geht und sagt, man könnte Bäume pflanzen oder was auch immer, darf man sich auf einer solchen Symbolpolitik nicht ausruhen, sondern man muss eben im Dialog treten. Man muss die Leute, man muss Informationsangebote schaffen, die niemandem aufgezwungen werden, aber Informationsangebote, die auf jeden Fall da sind, dass man sie annehmen kann. Und meine Erfahrung ist die, dass die sehr gerne angenommen werden und die Menschen auch sehr dankbar sind, dass es eben Möglichkeiten gibt, sich über bestimmte Themen zu informieren, die zum Teil auch wirklich nur an den Universitäten unterrichtet werden oder dort erforscht werden. Und ich plädiere dafür, dass diese Themen ja aus dem sprichwörtlichen Elfenbeinturm der Wissenschaft herausgeholt werden und dort platziert werden, gerade was jetzt die Geschichte anbelangt. Also das ist ja nicht irgendein abstraktes Unterrichtsfach an einer Universität, keine abstrakte Wissenschaftsdisziplin, sondern das ist letztendlich ein, wenn nicht sogar der wichtigste Teil unserer kulturellen, kollektiv geteilten Identität. Und dementsprechend muss es ein Forum geben in den einzelnen Ortschaften, aber auch darüber hinaus, dass man sagt, es gibt Möglichkeiten, sich zu informieren und es gibt auch Möglichkeiten, darüber zu diskutieren. Wo beginnen die Menschenrechte? Und jetzt komme ich gleich auf das Nürnberger Modell. Institutionen, Privatpersonen, wo auch immer, quer durch die Gesellschaft einen Artikel aus den Menschenrechten wählen und diesen Artikel an einem öffentlichen Ort dann aufstellen in der Form eines Baumes. Und neben dem Baum gibt es dann einen Stein, einen Findling, und auf diesem Findling steht der Artikel in Deutsch und, was ich sehr interessant finde, in einer Fremdsprache, um auch die Verbundenheit herzustellen mit diesem Artikel, der dort genannt wird. Ich möchte ein paar Beispiele geben, ganz konkret. Bildung ist ein Thema, aber das nehmen die Nürnberger ganz genauso auf. Deshalb plädiere ich dafür, hier vor Ort ein Menschenrechtsbüro im Rathaus,
im Jugendamt, im Landratsamt, im Brucker Forum, in der Caritas, im Kreis Jugendring, in der Brucker Bühne als Veranstaltungsforum. Und als Standorte für Bäume, die Nürnberger betonen, dass die Bäume im öffentlichen Raum stehen sollen, dass sie sichtbar sind. Und sie sind keine Denkmäler, sie sind eine Aufforderung zum Denken. Denkmal kann man ja auch in zwei Worten und klein schreiben, dann kommt man der Sache schon ganz nahe. Standorte vielleicht hier in Fürstenfeldbruck wären die Kirchen, auch die Moscheen, die Schulen, die Kindergärten. Geschwister-Scholl-Platz bietet sich sofort an mit diesem Hintergrund dieses Namens. Dann könnte ich mir vorstellen, dass wir, wenn wir so etwas aktivieren, brauchen wir Geld. Und dieses Geld gibt es. Man muss es nur abrufen. Die Nürnberger haben das getan, zum Beispiel beim Bundesministerium für Bildung und Forschung, beim Europäischen Sozialfonds. Und wenn wir die Kommune für unsere Idee begeistern könnten, könnte die auch etwas unterstützen. Eine Sache, wenn ich es gleich ergänzen darf, ist die UN-Kinderrechtskonvention. Ja. Die ist, erstaunlicherweise muss ich sagen, mit der höchsten Quote anerkannt worden, mit 193 Ja-Stimmen. Die einzige Gegenstimme war die USA. Und diese Kinderrechtskonvention ist in allen Ländern ratifiziert. Sollten sie. Ja, sollten sie. Und jetzt mache ich das Fragezeichen, auch in den Ankerzentren? Nein.